sag mir Fanta nochmal und auch im Benetton, aber diesmal ohne hoffentlich Boxenstopp-Bug. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Schon wieder nass. Strecke leicht nass, stark bewölkter Himmel und nicht leichter Regen, dann fahren wir auf Regenreifen. Fahren wir auf Intos? Oh. Oh. Wären wir mal auf Intos gewesen. Geblieben. Gut, die Nase haben wir nicht an seine Reifen gebracht, deswegen sind wir nicht kaputt gegangen. Wir sind schon langsamer, das merkt man. Unfahrbar ist es nicht, aber wir sind langsamer, als wir sein könnten. Wir könnten schneller sein, so rum. Leichter Regen, davon sehe ich überhaupt gar nichts. Also Strecke leicht nass, null. Vorhersage leichter Regen, Ich würde die davonziehen in den Kurven. Hier gibt es nicht viele Kurven. Aua! Wir haben nur zwei hinter uns, nicht gut. Hier wird's feucht, das ist sehr gut. Tut mir leid, ich bin nach außen gekommen, weil chronisches Unterstören, frag nach bei Hamilton, der hat das ständig. Boah, davon ist ein 4, ein 2 und ein 2-Kampf. Achtung, ich hab Untersteuern, weil falsche Reifen. Schon verdammt weit außen und trotzdem hat das nicht gepackt, weil wir zu weit rausgekommen sind. Bin mal gespannt, ob das Wetter noch ansatzweise für uns angenehm wird. Jetzt gehen wir ins Kies. Das Rennen kann man neu starten, das ist leider hoffnungslos. Ich fahre jetzt nicht an die Box, um dann wieder einen Boxenstopp-Bug zu haben. Zittert, der hüpft leicht. Wie auf der Leinwand auf einmal der Ferrari gezeigt wird. Mann! Nase auf Heck und dann geht die Nase kaputt. Vorhin, beim letzten Versuch, da war es Reifen auf Reifen. Mist. Das Spiel lädt gerade länger als sonst. Ich meine, es lädt jetzt nicht ewig, aber es lädt, gefühlt, auf jeden Fall länger. Und das ist nicht nur ein Gefühl, was vielleicht täuschen könnte. Nee, das ist wirklich so. Da war gerade ein Bennett und der Wagen hüppelt schon wieder. Hüppelt schon wieder so.
Nö. Was ist denn das für eine Kacke? Jetzt kommt schon wieder Regen, oder? Nö. Das Spiel geht auf jeden Fall länger auf einmal. Und auch wenn ich hier Escape drücke und ins Menü zurück will, hier wo wir speichern können, das dauert auch länger. Oh Mann, komm, Cover. Ich glaube, das Rennen kann beginnen. Den Eros haben wir und den Teamkollegen vielleicht oben bei Cover 2. Oh oh! Komm mal wieder vorbei. Auch zu viel Gas gegeben. Was macht der Minardi? Okay, Minardi, Späße. War doch hier nicht Kampflinie, das ist doch doof. Ah, Nase. Nicht gut. Konkurrenz ist gerade weit genug weg, nach vorne sowieso und nach hinten auch noch weit genug, da können wir uns weiter bekämpfen. Ich glaube, jetzt ist es gegessen. Ja, er reiht sich ein. Und dann auf zu Platz 16, den schaffen wir schon irgendwie.
1, 10, 6. Schaffen wir eh nicht. Physikeller ist kaum noch zu sehen, da war mal ganz kurz die Luftrutze im Rückspiegel im Bild. Jetzt sieht man ihn ganz klein im Rückspiegel. Der ist schon richtig weit weg. Da ist wieder das Unterbodenfeuer. Ein Fuego, der Unterboden. Giancarlo ist gar nicht mehr im Rückspiegel zu sehen. Nee, gar nicht mehr. Nix mehr da vom hellblauen. So, habt ihr richtigen Reifen, also kein chronisches Untersteuern. Okay, sind wir uns. Und da bleibt er auch. Baumtexturen da oben, dieses Flackern, sag ich mal. Also da hinten, wie das über die Bäume geht. Naja. Bei einem Spiel aus dem Jahr 2002, im Jahr 2022. Von Windows XP zu Windows 10, da sage ich mal nix, da ist das in Ordnung. Oder da ist es verkraftbar. Im Sinne von, hey, das Spiel funktioniert überhaupt. Sehr schön. Und das Spiel ist großartig. Gelbe Flagge, aha, aha, wer ist denn jetzt wieder weit im Kiesbett?
Und dann BRR, ja. Die haben es da irgendwie. Das sind wieder Punnies. Die fühlen sich da irgendwie wohl. Scheint Punnies zu sein, denn hier ist ja. Hacking. Da ist Villeneuve. Okay, nehmen alles zurück. Moment, das ist Physiko, wir sind Backen. Da. Wir waren auch schon auf Stadtziel. Der Herr Frenzen. Zwei Sechser Abstand. Bei 6, 2, 4 Abstand. Vorne, nach vorne, nach hinten. Eins, neun, drei, neun. Okay. Hat aber nicht so einfach wie gedacht. Ich hätte gedacht, wir kommen schneller näher, aber ein paar Zehntel pro Runde sind schon eine Menge. 1939 letzte Runde. Eieiei, zweit raus. Ist geblieben, nach hinten eine halbe Sekunde gewonnen. Abstand, naja, 1,7 aktuell. Mal gucken, ob das stimmt. Naja, nee, 1,9 weiterhin. Ich sag 1,8. Es wird aber 1,9 sein, ich bleib trotzdem bei 1,8. Bin schon ein klein wenig stolz auf mich. Wäre es 1,9 geworden, hätte ich sagen können, oh, habe ich doch gesagt. Nee, hab mich ja festgelegt, das ist es nicht. Aber eine enge Geschichte. Nach meinem Augenmaß und es hat mich nicht getäuscht. Sehr schön. Naja, wir lagen auch schon, oder ich lag auch schon ein paar Sekunden daneben.
Obwohl man das hätte besser abschätzen können, wenn man den Wagen vor einem gesehen hat. Yep. Auf jeden Fall. Abstand jetzt 1,5. Gelbe Flagge, okay. Ah, da steht was. Wow, okay, da lag ich jetzt deutlich daneben. Hab nichts gesagt. Halt, bleiben Sie hier. Thomas Enge, der Letzte. Hier ein Stück weiter runtergerutscht ist. Einfach so alleine. Oh, Überrundung. Und er fällt Kampflinie. Und er dreht sich weg. Geil. Wie ein Alex Jung. Ist das cool. Ah, diese KI. Und das im Jahr 2002 auf ganz hoher Spitzenklasse unterwegs. Wie lange der da jetzt steht, weil ständig ein Auto kommt. Wobei die Lücke hier ist eigentlich groß genug. Naja, er traut sich nicht. Ich hoffe, das Teil geht nicht so schnell vorbei, denn danach kommt wohl keins mehr. Der Abstand vom Frenzenvordermann zu uns ist eben sehr groß. Ich hoffe, wir werden jetzt viel Spaß mit ihm haben. 7-4 nach hinten. Ja, nach vorne werden wir keinen Zweikampf mehr erleben, der ist viel zu weit weg. Außer es macht noch jemand einen Fahrfehler und kommt uns so sehr nah. Oder wir machen einen und werden wieder nach hinten gereicht, das könnte ich auch sein. Diese, in Anführungszeichen, Lämmchen da links und rechts neben seinen Reifen. Am Unterboden. Im Schatten des Unterbodens. Sieht interessant aus. Cool irgendwie. Vorsicht, nicht vom Frenzen entfernen. Das wäre ganz kacke. Man noch nicht über die Linie jetzt. 7-9. Werden wir in Runde 14 noch 14. Sieht gerade nicht danach aus. Dann sind wir in Runde 15, 15. Wird ein längeres Duell, wie es gerade aussieht. Das gefällt mir sehr. Wow.
macht eins nach hinten. Den Fünfter bekommt uns nicht mehr. Der ist zu weit weg. Dann fahren wir bis runter 21. Wieder dann noch, was der da an Metern gewinnt. Ja, ich war etwas eher als üblich auf dem Bremspedal, aber ich war halt auf der Innenbahn und eben nicht auf die Leerlinie. Das war schon stark. Abstand nach hinten, ist der weiter angewachsen? 9-0. Ja. Dafür haut der Frenzenvordermann auch weiter ab. Mit der S wird das Duell schon sowas von schnell vorbei. Oh, er muss gegenlenken. Ist die Chance. Nein, zwei Glück, schade. Hier haben wir es auch schon mal gerissen. Da zu beholen haben wir schon geschafft. Ich will ihn locken, aber ich will nicht großartig von der Leerlinie fahren. Er hat sich leider nicht locken lassen. Jetzt weit weg, weil ich zu weit nach außen komme. Mist. Jetzt wird es doch langsam etwas heikel, weil Runde 17 bricht an. Das werde ich noch nicht, aber jetzt kommt er, glaube ich, beschissen raus, oder? Na, beschissen kann man das nicht nennen. Er kommt normal gut raus. Lässt sich nicht locken, Mann. So, jetzt anbleiben. Oh Mann! Hör auf, so rumzueiern! Nein! Ich hab das Duell verkackt. Das war so schön. Ich meine, der kommt eh wieder vor uns wegen der Nase. Wobei, wir fahren vor ihn und dann muss er uns überholen. Ja, da haben wir noch Spaß. Wenn ich jetzt ihn... Ich werde ihn, wenn er es nicht schafft, dann noch vorbeilassen vor Stadt hier. Aber ich will jetzt versuchen, ihn zu verteidigen mit angeschlagener Nase. Oh Mann, das nervt mich. So ein schönes Duell jetzt mit einem Schaden verkackt. Ach. Dunkelblau gegen hellblau. Runden lang und dann verrissen, Mann. Also wie gesagt, keine Sorge. Wenn wir am Ende noch vor ihm liegen sollten, lasse ich ihn vorbei, aber ich will jetzt noch weiter mit ihm Spaß haben. Mit dem Heinz Harald, den ich früher immer Hals Harald genannt habe. Lang, lang ist er. Warum muss er denn da auch rüberziehen, ey? Aber in erster Linie ist es mein Fehler. Er wird sich jetzt denken, was macht er da? Der schießt mich ab und fährt vorbei. Ist der doof? Nein, ich will nur Spaß haben. Stimmt, da war was nicht. Boxenstopp. Oh, oh. Was Franzen jetzt rundenlang super gemacht hat, müssen wir jetzt schaffen mit angeschlagener Nase. Geht schon mal nicht gut. Er hat schon gewonnen. Scheiße. Jetzt lässt er sich so locken. Das hat er vorhin nicht gemacht, als wir arschnah dran waren. Der ist doch doof. Jetzt haben wir weniger Abtrieb, jetzt sind wir schneller. Warum muss die Nase erst kaputt gehen, damit wir hier
eine Chance haben. Ich will unbedingt vorbei, weil ich will ihn verteidigen auf den nächsten Runden. Oder kommt wer anders? Das ist Michael Schumacher. Ja, das wird Michael Schumacher sein. Wir haben uns massiv aufgehalten bei Kurve 3 Schlossgold vor einer Runde. Weil wir halt stehen geblieben sind und er im Kies war. Oh, oh, oh. Da hinten war... Oder der Arrows? Nee, ist der Arrows. Es war orange, nicht rot. Was ich da im Rückspiegel gesehen habe. Ja. Jetzt ist noch ein Dreikampf. Franzen am Ende auf jeden Fall vorbeilassen, aber nicht den Arrows. Es wird schwierig, wenn der reinkommt, wenn wir uns weiter duellieren. Das Flügelteil fällt von links, ne? Gefühlt haben wir damit in Rechtskurven dicke Probleme und es gibt mehr Rechts- als Linkskurven. Und in 19. Ja, ist auf jeden Fall ein Arrows, ein schwarz-orangener Wagen. Jetzt sieht man es richtig. Und dahinter ist ein Ferrari, hinter dem Arrows. Arrows und dann... Das sieht schon rot aus, ja. Tut sich echt schwer dran zu bleiben. Jetzt der Ferrari hinter den Franzen. Oh oh. Jetzt ist der, glaube ich, ein Ferrari vorbei, ja. Wie der Ferrari gerade im Rückspiegel aussieht, lustig. Oh, jetzt kann der Franz mit vorbeihuschen. Ich gehe mal vom Gas, damit er auf jeden Fall in den Angriffsmodus kommt. Das ist Barrichello, ne? Das ist ein blauer Helm. Muss Franz nicht sehen, gerade nicht. Wo ist der? Der lauert doch, oder? Lauert er im Ferrari? Ne, der nächste Ferrari kommt. Okay, Barrichello, blauer Helm vor uns. Mann, ist der lahm auf der Geraden. Ferrari-Motor gegen Ferrari-Motor. Wir mit mehr Flügelschaden, weniger Abtrieb auf der Vorderachse. Michael Schumacher, okay, okay. Nicht im Angriffsmodus, deswegen... Oh, schon die letzte Runde. Ich muss gleich Franzen vorbeilassen. Komm, fahr vorbei, Roter. Oh, Mann. Da ist der Arrows. Hinter den Franzen. Franzen, komm her. Komm, 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 komm. Das ist nur fair. Jetzt gib Gas. Ich will hinter dir ins Ziel kommen. Nein. Nicht Arrows. Du bist doch doof. Au. Ja, ja, ja. Hauptsache vom Arrows kommt da der Nächste an. Das ist einer, der uns überrundet. Komm, 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 komm. Danke. Ja, vom Arrows. Aber einen Platz verloren, oder? Wir sind 16. Wer ist da vorbei? Benoldi. Mann. Hält er seine Nase da rein, der Arsch? Ah, die Nase ist komplett ab. Habe ich im Rückspiegel gesehen und da sieht man es auch. Da fehlt voll was. Was für ein Ende. Ist kein Rad beim Wiederumdrehen abgegangen. Das sieht seltsam aus, das Auto. Ja, so auf jeden Fall. Der wird sich gefreut haben. Zwei, yeah! Und cool sah es auch noch aus. Trotzdem schade, wegen des Duells mit Franzen. Los, Franzen, ich will nochmal Hallo sagen. Was machst du da hier? Das ist ja Jordan.
Das nächste Mal schaffen wir das auch ohne zusammenkommen. Zu schnell. Halt hier geblieben. Er kennt hinter uns. Der war ja am Kies. Hinten bei Jochen Rindt in der Ecke. Und wir auf der 14. Frenzen nur 17. Physiker dann 19. 4018. Dicker Abstand. 6-2 und 5-3 zum nächsten. Und 4-6 zum Alex Jong. Oh Mann, ist immer noch so komisch, Alonso so weit hinten zu sehen. Aber wenn das halt so gewollt ist, dann ist das halt so. Und Trulli auf der 4. Nicht schlecht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.